So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2. Twakes hat wieder ein Level hochgeladen. Mit dem Namen Garkrux oder so. Beschreibung hat gesagt, Enjoy your checkpoints. Uwu. Schauen wir mal. Das ist ein Reset Door, ja? Okay, das ist ein Reset Door. Ach so, und der Asynchronitätstest war erfolgreich. Oha. Fahren wir jetzt die ganze Zeit mit den Dingern hier durch die Gegend? Da habe ich Bock. Okay, so nicht. Ei. Oh boy, was ist da drin? Nix. Achso, da muss ich rauf. Haha. Gar nicht. Real. Oh na. Oh, oh Gott, fahren wir jetzt die ganze Zeit mit dem Ding durch die Gegend? Oh je. Oh je. Okay, ich kann da wirklich nicht stehen. Gut. Sollte mir das merken. Vielleicht will ich auf den zweiten warten oder dann auf den ersten rüber. Vielleicht ist das angenehmer. Ich denke die ganze Zeit, dass ich da durch kann. Dabei kann ich da gar nicht durch. Warum wirkt das auf mich denn so anders? Ich kann da nicht durch. Das ist eine Wand. Ich kann da ganz gechillt einfach hoch. Was stelle ich mich denn so an? So. Ist doch bisher noch überhaupt nichts. Oh mein Gott. Überhaupt nichts Wildes. Das wird noch viel schlimmer. Das ist das Problem. Das wird hundertprozentig noch viel schlimmer. Oh nein. Oh je. Ansonsten hat Rasierer seine Con-Inversion vom Starcoin-Level hochgeladen. Vielleicht fangen wir damit an. Vielleicht fangen wir damit an und machen Twakes Level zum Schluss. Oder im nächsten Part. Ich möchte erstmal was schaffen. So. Jetzt bin ich gespannt, was er hier anders gemacht hat. Ob er jetzt Checkpoints eingebaut hat oder wie jetzt die Con-Inversion aussieht. Ah. Da ist ein Checkpoint. So, das heißt, die Sprünge selbst dürften sich nicht geändert haben. Da müssen wir nach wie vor noch durch. Das heißt, ich muss mich erstmal wieder einspielen. Ist jetzt ja doch eine Weile her, dass ich die Sprünge. Genau. Dass ich die Sprünge gespielt habe. Das Level. Jetzt ist es einfach keine Zielbedingung mehr. Jetzt hat er da einfach was davor gesetzt. Das war ja auch entsprechend gut umzusetzen. Also, hier kann man schon Checkpoints einbauen. Das funktioniert ganz gut. So, oh je, mein Lieblingssprung. Ich hasse es. Aber zum Glück müssen wir diesmal nur ein einziges Mal machen. Es ist einfach für mich zu viel auf einmal. Alle drei Räume. Den dritten kenne ich ja noch nicht mal. Ich kenne ja nur den zweiten und den Sprung im zweiten. Und der ist böse. So. Ah. Wie kommt man denn überhaupt? Ach, durch eine Röhre. Got it. Got it. Wenn man es nicht weiß, merkt man gar nicht, dass das nicht so sein sollte, ne? Also. Aber das muss man mal bedenken. Jetzt hat er ja extra eine Con-Inversion gemacht, musste es selbst aber trotzdem nochmal am Stück spielen. Also Respekt dafür. So, ich habe gesagt, ich mache den Sprung nur einmal. Das heißt, ich darf jetzt an den Manschern nicht sterben.
Bin ich aber eigentlich noch nie, ne? Doch beim ersten Mal. An dem ersten Mal schon bin ich mal gestorben, als ich den Rhythmus noch nicht drin hatte. So. Und hier kriege ich meinen Checkpoint. Nein, kriege ich nicht. Ist er dann im nächsten Raum? Ja, okay. Ich dachte schon. Ich hatte schon Bedenken, dass er nur einen eingebaut hat, nämlich nach dem Raum hier. Aber, na, das ist jetzt genau wegen dem Sprung da oben. Das ist mein Conan-Checkpoint. Vielen Dank dafür. Jetzt kann ich hier auch wesentlich gechillter spielen. Na, weil dieser Sprung hier, das da ist einfach böse. Das... Natürlich springe ich auf Anhieb rein. Natürlich... Da schmeiße ich vor Freude mein Zeug um. Wieso schaffe ich denn das jetzt auf Anhieb? Ja, weil ich halt lockerer drauf bin. Das muss man schon dazu sagen, ne? Es ist ja wirklich... Oje. Kann ich die holen, ohne wieder in die Lücke zurück zu müssen? Oh Gott. Yes! So, da waren wir noch nie. Will ich den? Ja, klar will ich den. Klar, der ist jetzt ja... Damit kommt man jetzt durch den Eisblock hier durch. Ne? Und den Raum kennen wir noch gar nicht. Wenn ich den jetzt auf Anhieb schaffen sollte... Dann haben wir es im Endeffekt doch ohne Checkpoints durchgespielt. Ich möchte es nur kurz darauf aufmerksam machen. Ah, mein Gott! Wie mache ich? Wie gehe ich denn? Wait, ich muss doch nur drüber springen. Ich muss doch nur drüber springen. Ich hätte das haben können. Ich hätte das haben können. Ich hätte das ohne Checkpoint haben können. Ach, ärgerlich. Wie war denn das dann im Original? War dann da auch eine... Weil im Original musste man ja die 350er sammeln, ne? Um das zu schaffen. War dann die 50er einfach hinter denen? Mit einer Röhre, die rausführt? Oder wie war das da gedacht? Ach, oder war dann die 50er einfach hinter der Röhre und oben man ist oben rausgefallen? Das kann auch sein. Also ich glaube, das kann ich gar nicht sehen, ne? Wie das im Original war. Kann ich das im Original... Kann ich das nochmal... Ich glaube, ich kann das nicht sehen. Na, weil im Original war es ja hier unten offen. Na, da war es ja hier offen. Und hier, ich glaube, es gab dann jeweils drei Ausgänge, drei Röhren, die zu den Coins führten. Ich denke, so hat das gemacht. Dann hat man hier jeweils immer eine Coin mehr gesammelt und dann, ne, war das das. Ich glaube, so hat er es gemacht. Gut, das machen wir nicht nochmal. Alles klar. So, dann spielen wir auch noch kurz von Maddie Lung's Adventure oder Lung's Adventure, was offensichtlich ein Zelda-Spiel ist. Also ein Zelda-getämtes Level. Und dann widmen wir uns Twakes Level. Dann bin ich viel, viel entspannter, als wenn ich jetzt immer noch gerade am Anfang von Twakes Level rumdümpeln würde. Das wäre jetzt nicht so cool. Ah, die gehen nicht kaputt, ne? What? Oh, da muss ich jetzt... Das ist interessant. Oh nein, wenn ich den... Okay. Das ist ja cool. Aber oh, man kann so viel Quatsch machen mit Link, ne? Kriege ich den vorher schon? Oh nein. Ah, ich muss erst... Ich muss erst draufspringen und dann... Ich verliere sonst Geschwindigkeit. Aber wir hatten ja zum Glück einen Checkpoint. Das war nicht, was ich wollte. Weiß nicht, warum jetzt die Bombe gezogen hat. Weiß nicht, warum er jetzt die Bombe gezogen hat. So, das wollte ich.
Ja, dann ist das ja kein Problem. Ich kann ja da drauf rumbalancieren, die fallen ja nicht von selber runter. Solange ich springe, ist ja alles easy. So, aber die kann ich vorher abräumen. Nice. Dann habe ich hier auch meine Ruhe. Oh Gott, da kommt noch einer. Scheiße, den habe ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich muss weiterspringen. Ah, ärgerlich. Okay. Gut. Aber dann kann ich hier ja trotzdem chillen. Nice. Ups. Okay, da müssen wir nochmal einen treffen. Wobei, ich glaube, jetzt könnte man sogar Damage boosten, je nachdem, was dann danach kommt. Ah, ich muss das so machen. Bin ja blöd. Vielleicht von da. Bleib mal ruhig, Link. Ach, wisst ihr was? So geht auch. Ja, okay, aber man kriegt... Ich hätte jetzt zum Beispiel mich damit spusten können, weil ich krieg hier ein Schwert. Wait, wie komme ich an den Checkpoint ran? Kann ich das Ding rüber? Haha! Okay, man hätte sich doch nicht damit spusten. So hat er das nämlich verhindert. Na, sonst wäre ich jetzt nicht an den Checkpoint gekommen. Man könnte weiterspielen, aber man würde den Checkpoint nicht erreichen. Ja, da hat jemand nachgedacht. Was? Oh, Bombe. Bombe! It is! Oh, oh die explodierte wirklich punktgenau. Uff. Okay. Das wird interessant. Ist da irgendwas, dass die bei Berührung explodiert? Weil von der Zeit her würde sie noch nicht explodieren, ne? Das muss... Ach, die Lava löst das aus! Ja, klar! Ich dachte, ich muss das timen. Nein, die fällt einfach runter. Ah! Ah, die... Die Lava löst das aus. Zu langsam. Zu schnell. Das ist ja smart. Das ist ja smart. Das ist ja richtig cool. Das ist ja super cool. Ich liebe es. Aber mit Link kann man so geiles Zeug machen, ne? Oh, ich hätte dashen sollen. Okay, ich hätte nicht dashen sollen. Ich dachte schon, ich schaff's nicht. Ta-da-dam. Nice. Very, very nice. So, das waren zwei schöne Level. Kommen wir jetzt zu Twake. Zu Twakes Level. Enjoy your checkpoints. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schauen wir mal. Ah, was ist seine Zeit? Moment, erst schaue ich mir seine Zeit an. Puh, alles klar. 2:34.
Mit Checkpoints. Gut, aber, ne, also der Anfang, ich habe mich ja da echt blöd angestellt. Das muss man ja dazu sagen. Wir sind ja jetzt schon weiter als jemals zuvor. Und ich... Mein Kopf macht, was die Wand angeht, komische Dinge. Ich denke immer, ich kann da durch, weil die Schnur da auch durchgeht. Ich denke immer, ich kann da durch, weil die Schnur da durchgeht. Ne, so, ich fahre da einfach weiter auf der Schnur. So, das denke ich immer am Kopf. Dabei muss ich da hoch. Das ist eine Wand. Wieso sehe ich das denn nicht? Das ist voll die optische Täuschung irgendwie, ne? Boy. Na, hier jetzt wieder, ich muss da hoch. Hier muss ich, da oben muss ich rein. Und ich habe das nicht wahrgenommen. Ich dachte, ich fahre auf dem Ding einfach weiter. Ich weiß auch nicht, was da mein Kopf mit mir anstellt. Okay. Ich möchte gerne wieder an die Stelle, wo ich gestorben bin. Nicht den Anfang nochmal spielen. So, soweit das klappt doch alles ganz gut hier. Ich meine, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich mich da. Oh mein Gott! Ich weiß auch nicht, warum ich den hinteren noch nicht genutzt habe. Den hinteren könnte ich eigentlich auch mal nutzen. Dafür ist er ja da. Bisher mache ich alles nur mit dem vorderen. Aber es funktioniert halt auch. Also, im Moment brauche ich den hinteren eigentlich noch gar nicht. So, den ein bisschen schneller antriggern, den auch ein bisschen schneller antriggern, dann passt die Geschichte. Alles easy. So, und jetzt einfach da hoch. Zack. Da sollte ich jetzt vielleicht wirklich mal auf den hinteren warten und dann mit dem rüber. Das wäre jetzt vielleicht wirklich mal angebracht. Ja, bisher geht das Level. Das habe ich wieder schlimmer dargestellt, als es am Ende ist. Bisher. Bisher. Jetzt bin ich aber halt, wie gesagt, auch entspannter, weil jetzt weiß ich schon, ich habe in dem Part nicht nur das Level hier gezeigt, sondern wir haben zwei andere Level in dem Part abgeschlossen. Das fühlt sich schon mal deutlich besser an, so einen Part abzuliefern, als nur einen Part mit diesem Level hier. Das ist so psychologische Geschichte einfach. So, mit dem Part bin ich jetzt einfach mehr zufrieden, als hätte ich jetzt bisher nur dieses Level gespielt. Weil ab jetzt können die Leute wegschalten, die sagen, sie wollen nicht nur dieses Level sehen. Die sagen, sie wollen nicht sehen, wie ich hier ewig lange rumhantiere, bis ich es dann mal geschafft habe. Und die Leute, die schnelle Level sehen wollen, hatten auch schon ihre Unterhaltung, in Anführungszeichen. Ja, so finde ich das okay. So. Wie gesagt, warten wir mal auf den zweiten und gehen dann. Ja, das ist viel besser. Das ist viel besser. Okay. Das ist viel besser. Wow. Jetzt habe ich ein kleines Timing-Problem, weil jetzt kommt der Swamp schneller, als ich das möchte. Ich könnte auch da eigentlich auf den hinteren zurück, ne? Eigentlich wäre das wahrscheinlich viel angenehmer. Wahrscheinlich nutze ich den hinteren viel zu wenig und mache es mir damit viel zu schwer. Okay. Ich hoffe da... Oh Gott, wenn mir sowas am Ende passiert. Das wäre bitter. Wenn das jetzt noch nie passiert.
That never happened before. Jeder Speedrun in jedem Stream. Ever. Speedrunner. Jeder Speedrun. Speedruns reden mittlerweile. Ah, oh, ich rede Blödsinn. Ich hör jetzt auf, Blödsinn zu reden. Das heißt, ich bin still. Ich sehe ja auch, wie es gedacht ist. Okay, ich spiel's, wie es gedacht ist, Mann. Sehr gut. Man muss ein bisschen geduldiger sein, dann ist es so viel angenehmer. So, du weg, du weg. Das war dumm. Dann warte ich halt einfach auf den zweiten. Es ist so viel sicherer. Den habe ich ja noch nie ausgelöst. Ja, hallöchen. Wo kam der denn her? Das ist ja faszinierend. Oh, das war jetzt blöd. Okay, da sollte ich nicht auf zwei wechseln. Das sollte ich auf einem bleiben. Aber hier ist das echt besser so rum. So, du weg. Jetzt passt die Geschichte. Genau das wollte ich. Und da war ich zu langsam. Ja, dann sterben wir hier vorne immerhin weniger. Ist ja auch schon mal was wert. So, triggern, triggern. Und rüber. Und rüber. So, sind wir endlich mal wieder hier. Zeit ist geworden. Und jetzt nur da hoch. Und jetzt ist neu! Ab da ist neu und ich bin wieder doof. Mist. Aber das war Fortschritt. Oh mein Gott, dieser Tod ist doof. Dieser Tod ist ein sehr ungünstiger Tod, weil das kann mir spontan immer wieder passieren. Wenn ich ein bisschen ungünstig auf den Dingern lande. Ah, das gefällt mir nicht. Allein, dass das passieren kann, ist das Problem. Ach Mann. Und ab. So. So. Ruhig. Okay, ich muss aufmachen und dann, aber ich sehe eigentlich, ich sehe ja nicht so wirklich wieder da unten, oder sehe ich den? Muss ich mal drauf achten. Oh nein, dieser Tod. Dieser Tod ist blöd. Ich mag den nicht. Wenn es am Ende so eine Strecke nach oben gibt und ich dann genau an so einem Ding sterbe, das gefällt mir jetzt schon nicht, der Gedanke. Ach Mist. Nein, nicht schon wieder. Es ist immer, wenn ich so ein bisschen mittig lande. Weil ich mich dann halt an dem anderen aufhänge. Oh, was? Das war neu. Ah, ich bin zu langsam. Nee, passt. Ugh.
Sehe schon, das wird eine Fortsetzung. Ich werde das Level nicht in einem Part schaffen. Ah! Aber hoffentlich bis zum Checkpoint. Von denen es ja zwei geben muss anscheinend. Weil er sagt dir, enjoy your checkpoints. Da wäre ich ja sehr begeistert von. Wieso gehe ich nicht einfach auf den hinteren zurück? Ganz ehrlich, warum mache ich das nicht? Ja, so, genau so. Warum machen wir das denn nicht immer so? Oh, so nicht. So nicht. Nein, ich habe ihn nicht angetriggert. Okay, ich geh hinten rum. Na, warum? Dass ich da nicht vernünftig rüberkomme. Das sind doch nur ein paar Stacheln. Ein paar dämliche Stacheln, mehr ist es doch nicht. Huch. Hä? Dann spring halt nicht. Okay. Wow! Ich mache hier riskanten Mist. Aber seht ihr, das meine ich. Wir spielen jetzt eine Viertelstunde das Level und wäre das der Anfang von dem Part immer noch, wären wir jetzt eine Viertelstunde in und hätten nichts erreicht. Und so habe ich halt am Anfang doch ein paar andere Sachen erst gespielt und habe was erreicht. Na, das ist genau das, was ich meine. Ach so! Natürlich sehe ich, wo ich hin muss. Ich falle ja auf die Dinger runter. Nein, da kommt der erste Checkpoint, da kommt 100... Oh, ich muss ein bisschen schneller sein. Da kommt 100%ig der erste Checkpoint nach der Röhre. Oh, Checkpoints, die Tracks nicht hatte beim Spielen. Es ist mir unbegreiflich, wie man das schaffen kann. Immer und immer und immer wieder. Das alles am Stück. Boah, nee. Ich weiß ja noch nicht mal, was noch kommt. Aber ich weiß nur, dass ich überhaupt keine Lust habe, sowas am Stück zu spielen. Wieso hüpft denn der manchmal da oben nicht mehr? Bin ich jetzt schon so kaputt im Kopf? Dass ich die Sprungtaste nicht mehr drücken kann. Okay, wir gehen hinten rum. Habe ich kein Problem mit, wenn ich dann nicht hier vorne sterbe. Zu knapp. Ach. Diese
zwei Stachelsprünge sind, glaube ich, bisher die nervigste Stelle in dem Level. So. Von denen, oder sagen wir die, wo ich am häufigsten sterbe. Ja, jetzt wieder. Jetzt wieder. Ja, das war mein eigenes Verschulden. Alter, diese Stelle. Ja, das habe ich schon gespürt, als ich gesprungen bin. Es geht ja eigentlich. Ich meine, es geht ja eigentlich. Warum geht's denn dann manchmal nicht eigentlich? Ich muss das sofort hoch, sonst haut's nicht hin. Oh, ist das bitter. Ach komm. Nein! Das war nicht, was ich wollte. Ich hasse diese Stelle. Das gibt's doch nicht. Warum ist die denn so dumm? Ja, nicht so weit vor. Haben wir schon mal gesehen, dass das nicht gut geht. Wow! Da war ich etwas zu voreilig. Übermotiviert. Geh hoch! Da komme ich schon über diese dumme Stelle rüber und dann mache ich so einen Quatsch. Sheesh. Ach, Mann. Gibt's doch nicht. Runter mit dir. Jetzt hoch. Eieieiei. Es ist so ein knappes Zeitfenster, in dem er auf das Viech springen kann. Boah.
Nein, ich bin zu langsam. Ich habe die noch nicht getriggert. Okay, aber die sind ganz gut gefallen. Ach Mann, und dann... Nein. Sag ich ja. So viele ungünstige Möglichkeiten zu sterben. Geh halt runter. Okay, und ab nach oben. Und rüber und hoch da. Oh boy! Ich muss landen, ich muss zwischenlanden. Ich kann nicht direkt an den Ranken ran, okay. Mist. Oh, nervt mich das. Ich wollte auch bis zum Checkpoint noch kommen in dem Part. So. Zwischenlanden. Schneller. Schneller. Oh Gott, ich brauche viel zu lange für den ganzen Quatsch. Hopp, hopp. Auslösen, rüber. Und mit dem jetzt mit. Und rein da. Oh Gott, meine Nerven. Wo ist mein Check? Hasse dich. Ach, Twakes! Kannst du jetzt kein Troll-Level daraus machen, wenn es am Anfang kein Troll-Level ist? Gott! Ja, genau. Genau das habe ich erwartet. Oh. Oh, nee. Ich habe ja nichts gegen Troll-Level, aber dann nicht... Oh. Aber dann nicht in Kombination mit so einem schwierigen Zeug vorher. Das ist nicht cool. Ey, sieht gut aus. Ich mach langsam, dass ich hier nicht in der Ecke sterbe. So. Also wir warten einfach, ja? Aber das ist echt nicht cool gewesen. Hätte ich überhaupt rausgekonnt nochmal? Ja, also runtergefallen wäre ich wieder. Kann man auf den Dingern spinjumpen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Dann muss ich auf dem Ding jetzt weiter reiten, oder was?
Zu bald. Was soll ich da tun? Immer noch zu bald. Ich meine, ich verstehe, dass der mit einem Fallschirm runterfällt, aber... Soll ich dann den anderen in der Zwischenzeit antriggern? Ich check die Stelle nicht. Ich check die Stelle nicht. Ich check die Stelle nicht. Selbst wenn ich ihn antriggern kann, selbst wenn ich auf ihn drauf komme, ich komme doch niemals rechtzeitig. Okay, doch komme ich. Oh Gott. Cool. Okay. Ach, Mist, den Käse da. Scheiße. God dang it. Dang it. Seit wann ist der da? Okay, wie gut kann ich diesem Ding vertrauen? Und wo ist jetzt ein versteckter... Jetzt habe ich... Oh, nee. Okay, da war kein versteckter Block. Ah, das hätte ich retten können. Habe ich leider nicht gekonnt. Hätte ich aber können.
So, das klappt ja mittlerweile ganz gut. Irgendwann kommt irgendwas von oben runter irgendwo. Boah, ich habe gerade echt so Troll. Meins hat er angefangen zu trollen auf einmal. Das ist nicht gut. Ah, blöd. Blöd. Also Kombination aus Troll und schwierig ist für mich ein Problem. So Troll, okay. Schwierig, okay. Aber die Kombination, weil dann schaffst du was. Dann schaffst du was Schwieriges und dann wirst du getrollt. Das ist so... Nee, das ist nicht cool. Mal das da drüben anschauen. Ich drücke den P-Switch, dann fällt das Ding runter. Und da unten kommt der Nächste mit seiner nächsten Stachelkugel, auf die ich wahrscheinlich drauf muss irgendwie. Ach Mist, zu bald rüber. Eieiei. Mist! Ich habe drauf gewartet, dass ich das Ding wieder auslöse. Ich habe nur drauf gewartet. Ach, nee, Mann. Ich glaube, wir sollten das von anders weiterspielen. Auch nicht im nächsten Part. Ich bin da gerade echt genervt von. Weil ich weiß halt jetzt schon, der nächste Troll wird mich wieder sterben lassen. Ja, ich schaffe die Stelle. Und dann kommt dann mein Troll. So, vor dem nächsten Checkpoint sterbe ich. Safe. War jetzt schon keine Lust drauf. Da habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Nein, Leute, das dauert... ihr kennt mich. Das regt mich jetzt zu sehr auf.
belassen wir es dabei erstmal, wenn ich mal die Muße habe, mich trollen zu lassen und gleichzeitig schwierige Sachen zu spielen. Dann können wir das gern probieren, aber das ist mir gerade zu nervig. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.